Aktuelle Neuigkeiten von Werder Bremen. Könnte dies das Ende von Ole Werner bei Werder Bremen sein? Wäre die Situation für Ole Werner gefährlich? Würde bald ein anderer Trainer seinen Platz einnehmen? Die soeben eingetroffenen heißen Informationen haben uns nun das Schicksal von Ole Werner offenbart. Wir werden Ihnen jetzt alles aus erster Hand erzählen, damit wir ein für alle Mal verstehen können, was passiert. Lassen Sie uns das jetzt verstehen, aber wenn Sie zunächst über die neuesten Nachrichten von Werder Bremen auf dem Laufenden bleiben möchten, nutzen Sie jetzt die Gelegenheit, diesen Kanal zu abonnieren. Kurz darauf erreichen wir das Ziel von 1000 Werder-begeisterten grün-weißen Abonnenten. Melden Sie sich auch an! Werder Bremen empfängt am kommenden Samstag die TSG Hoffenheim. Wird das Treffen über das Schicksal von Trainer Ole Werner entscheiden? Es ist noch nicht genau 2 Jahre her, dass Ole Werner den Trainerposten bei Werder Bremen von Markus übernommen hat. Am 28. November 2021 wurde der mittlerweile 35-Jährige im Osterdeich vorgestellt. Anschließend feierte er mit der Mannschaft den Aufstieg und im vergangenen Jahr den Verbleib in der Meisterschaft. Auch die Grün-Weißen stehen nicht auf dem Abstiegsplatz. Doch eine weitere 2:4 Niederlage gegen einen Aufsteiger löste kritische Stimmen aus und erhöhte den Druck auf Werner. Ist das Aufeinandertreffen zwischen Werder und Hoffenheim für den SVW-Trainer bereits ein Finale? Jetzt sehen Sie, was wir wissen. Werder befindet sich derzeit nicht in einer bedrohlichen Situation. In 6 Spielen wurden 6 Punkte geholt, was den 11. Platz und 5 Punkte über dem direkten Abstiegsplatz bedeutet. In Heidenheim und Darmstadt verloren wir jeweils mit 2:4 gegen Aufsteiger. Das sind die Spiele, die ein Bundesligist gewinnen muss, um in der Liga zu bleiben und nicht unter Druck zu geraten. Wieder einmal erwies sich die Verteidigung als Schießbude. Nach dem Spiel gegen Hoffenheim verabschiedet sich die Bundesliga in die Länderspielpause. Bis zum nächsten Spiel gegen Borussia Dortmund vergehen knapp 2 Wochen. Für Vereine in der Krise ist dies der beste Zeitpunkt, einen neuen Trainer einzustellen, der mehr Zeit hat, sich mit der Mannschaft vorzubereiten. Trotz der starken Leistung in der letzten Transferperiode des Sommers sind die Bremer finanziell noch nicht wieder auf Hochtouren. Sollte Werner entlassen werden, würde das bedeuten, dass Bremen die Gehälter von 2 Trainern bezahlen müsste. Auch die Abfindung wäre nicht besonders günstig. Erst im Juni verlängerte der Werder-Trainer seinen Vertrag bis 2026. Erst am Dienstag unterstützte Clemens Fritz, verantwortlich für den Profifußball, den Trainer. Sehen Sie, was er sagt: Wir haben das Team erst spät zusammengestellt, es ist ein Entwicklungsprozess, aber wir haben nicht viel Zeit. Natürlich werden wir ihm Zeit geben, weil wir Ole vollkommen vertrauen. Er ist für uns der richtige Coach, um diese Schritte zu gehen. Da muss man sich ein wenig gedulden, denn wir haben gesehen, es hat schon geklappt. Daraus lässt sich schließen, dass sich Ole Werner noch keine Sorgen um seinen Trainerjob machen muss, selbst wenn es zu einer weiteren Niederlage der TSG kommen sollte. Nur bei einer katastrophalen Leistung mit entsprechendem Ergebnis könnte sein Stuhl vor der nächsten Länderspielpause deutlich ins Wanken geraten. Allerdings scheint das Vertrauen der Verantwortlichen noch hoch genug zu sein. Und bist du Fan von Werder Bremen? Was haltet ihr von all dem? Hinterlassen Sie